Alter! Alter, wieso habe ich denn da jetzt so ein Delay drin? Ich verstehe das nicht. Die Macht des Drachenblutes. Dann werde ich dich eben so oft töten, wie es nötig ist. Ich verstehe, warum das manchmal nicht funktioniert. Ich bin noch nicht fertig. Shinobi des göttlichen Erben. Also Vorgeplänkel möchte es nicht gleich zeigen, dass du Pro bist. Oh wow, Standbild. Bei mir sogar Abbruch. Bei mir ist aber alles gut. Also ich hatte keine Abbrüche. Bei mir ist alles bis jetzt 0% steht hier. Das muss dann ein Twitch-Lookout gewesen sein. So, wir nähern uns dem Ganzen wieder an, würde ich sagen. So wie gestern. Habe ich Aufschluck gesagt? Kämpft, Shinobi. Schluck auf natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Ja. Big Mama, schönen guten Morgen, Hallöchen. Ich bin noch nicht fertig. Shinobi des göttlichen Erben. Yeah.
Okay. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hey, wir haben es zum ersten Mal geschafft. Wuhu! Des Drachenblutes, dann werde ich dich ebenso oft töten, wie es nötig ist. Nein, ich hasse diesen Angriff! Muss überleben. Ah! Ah, ich hasse ihn! Ah, naja gut, wir nähern uns an. Wir nähern uns an. Erst haben wir den ersten Punkt gemacht, jetzt haben wir gerade den zweiten Punkt gemacht. Jetzt fehlt nur noch der Blitz-Heini. Alles easy. Freut mich aber, dass du reinschaust. Habe ich nicht mit gerechnet jetzt. Ich dachte, das wird ein Yaugi-Privatstream und dann kommt Rocco und jetzt auch noch du. Mann, Mann, Mann. Wie geht es meinem Großvater? Finde ich gut. Ishin-sama ist. Finde ich gut. Kämpft. Shinobi. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Okay. So, ja, Probleme mit Internet. Hatte gerade Standbild. Standbild. So. Twitch scheint etwas aufgeschluckt zu haben. Leider. Würdest du einem anderen Herrn folgen? Leider, ja. Aber bei mir ist jetzt gerade alles gut. Könnt ihr denn alle wieder sehen? Sagt er mit seinen 1,8 Upload. Ich habe gerade eben nochmal einen Test gemacht, da war 20,5. Also, deswegen. Ich habe 0% verloren. Boah, was? Thank you.
shit! Holy shit! Ja! Pada! 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 Ich hab ihn down! Alter, ist das eine Erleichterung! War das ein Kampf? Ey, wie geil das ist mit diesem Ping Ping! Pam, blocken, pam, ping, 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 pom, 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 ping, ping, badam, badam. So geil einfach nur, so, so geil. Das macht so Spaß und das Kämpfen, ich weiß nicht, wie es zum Zugucken ist, aber das Kämpfen fühlt sich so gut an. Das hat kein Dark Souls-Teil geschafft, dass sich das Kämpfen so gut anfühlt. Ohne Spaß. So. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Eine Ninjutsu-Technik, die das spritzende Blut des Opfers in Rauch verwandelt, verbraucht Geistembleme. Wird nach einem Hinterrücks-Todesschlag ausgeführt, der Rauchvorhang bietet eine Möglichkeit, das Überraschungsmoment zurückzuerlangen. Der Kampf auf Leben und Tod macht einen Shinobi aus, da der Tod eine Kraftquelle darstellt. Krass. Das hättest du gestern Abend nicht mehr geschafft. Ich glaube auch, ja, deswegen habe ich auch aufgehört. Ninjutsu-Techniken. Ninjutsu-Techniken sind mächtige Fähigkeiten, die nur im Anschluss an einen Hinterrückstodesschlag benutzt werden können. Sie müssen im Ausrüstungsmenü ausgerüstet werden und kosten Geistembleme. X nach Hinterrückstodesschlag, Ninjutsu-Technik. Nice. Du warst siegreich, wie ich sehe. Was macht ihr? Ich will dir nichts tun. Shinobi des göttlichen Genichiro-sama, ist das das ewige Wasser? Ashina, dieses Land bedeutet mir alles. Und für Ashina gebe ich meine Menschlichkeit auf. Wiederbelebung. Ja. Lebt wohl. Och nö, ich will nicht nochmal gegen den kämpfen. Jetzt fängt sie Kiro erst an. So ungefähr, ja. Nun konnte ich endlich die Befehle meines Meisters erfüllen. Ich danke euch. Wem genau dient ihr? Ishin Ashina. Ich arbeite als Ärztin für Ishin-sama. Warum solltet ihr mir helfen? Ishin-sama hat kein Interesse daran, die Macht des Drachenerbes zu nutzen.
Darum wollte er... Er wollte Kurosama zur Flucht verhelfen. Korrekt. Die Nachricht im Brunnen. War sie von euch? Ebenfalls korrekt. Meine Pflichten sind erfüllt, aber es gibt da jemanden, den ihr sicher gerne sehen wollt. Kurosama wartet unten auf euch. Es gibt da jemanden, den ihr... Zwei Checkpoints direkt nebeneinander. Läuft. Ich bin euretwegen hier, Kurosama. Ja, und das ist gut so. Gehen wir. Wir müssen fort aus Ashina. Wolf, mein Blut. Das Drachenblut bewirkt, dass man unsterblich wird. Das gilt nun auch für dich. Ja, Kurosama. Ich wollte dich retten. Ich würde beim nächsten Mal wieder genauso entscheiden. Aber Unsterblichkeit sorgt für Stillstand. Der unsterbliche Eid. Das ewige Wasser. Die Drachenfäule. Sie verderben die Menschen. So weit, dass sie nicht mehr menschlich sind. Ich möchte die Ketten des Stillstands durchbrechen, die durch das unsterbliche Drachenerbe erzeugt werden. Wolf, wirst du mir dabei helfen? Kuro helfen oder die eisernen Regeln befolgen, Kuro beschützen? Ist das jetzt ein eventuelles Ende? Einfach zu sagen, wir schützen dich und dann ist gut? Das Problem ist nur, dass man in diesem Spiel ja nicht mehrere Spielstände haben kann, sodass ich nicht sagen kann, lass uns das mal ausprobieren. Vater, ich darf die eisernen Regeln nicht brechen. Ich kann es nicht tun, um euch, den göttlichen Erben, zu schützen. Dies war die Pflicht, die mein Vater mir auferlegte. Wie oft bist du schon meinetwegen gestorben und ins Leben zurückgekehrt? Zweimal? Dreimal? Oder vielleicht so oft, dass man es nicht zählen kann? Wahrscheinlich eher. Wenn es darum geht, meinen Meister zu schützen, ist die Anzahl egal. Ich möchte nicht, dass du an den ewigen Untod gebunden bist. Wolf, hilf mir dabei, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Wie ihr wünscht. Danke, treuer Wolf. Wenn wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen wollen, dann weiß ich, wo wir anfangen. Wolf, sieh dir das an. Aufhebung der Unsterblichkeit, Text. Ein Buch von Kuro über die Kunst der Aufhebung des Drachenerbes. Es sieht alt aus, der Einband ist gerissen und es fehlen Seiten. Hierin ist das Ritual zur Aufhebung der Unsterblichkeit beschrieben. Finde das Heiligtum jenseits des Palasts der Urquelle und trinke die Tränen des heiligen Drachen vom Reich der Götter. Eine alte Aufzeichnung aus der Ashina-Burg. Heilige Drachentränen aus dem Reich der Götter. Ja, ich glaube, dass wir mit den Drachentränen das Drachenerbe aufheben können. Aber das Reich der Götter, wie? Ich weiß es. Wolf, das Räuchergefäß da drüben, das hat mal einer wichtigen Person gehört. Sieh es dir an. Einer wichtigen Person? Sehen wir uns sofort an. Ich gucke mich nur mal kurz hier um, ob wir nicht noch irgendwo Items hier rumliegen haben. Was ist das?
Okay, das ist schon mal interessant. Aha, was habe ich gesagt? Das machen wir sofort. Wir gucken kurz mal hier raus. Da unten glitzert noch was. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Okay. Gibt es da etwas Besonderes zu finden? Man sagt, dass vor langer Zeit ein anderer göttlicher Erbe hier in der Ashina-Burg lebte. Sein Name war Takeru-sama. Das Räuchergefäß gehörte ihm. Wo ist er jetzt? Er ist angeblich schon seit langem tot. Gehüllt in den Duft der Urquelle, kehre ich ins Reich der Götter zurück. Diese Worte soll er hinterlassen haben. Ihr sagt, dass der Duft der Urquelle den Weg zum Reich der Götter öffnet? Das glaube ich. Wolf, finden wir gemeinsam die Wahrheit heraus. Ich bin aber wegen der Entscheidung etwas verwirrt. Wäre das denn? Nein, wäre es nicht. Ich wollte ja auf Helfen drücken. Das Helfen wurde uns aber verweigert, weil er ja an die Worte seines Vaters gebunden ist, dem er versprochen hat, einfach nur den Jungen zu beschützen. Und wenn du das Erbe aufheben wollen würdest, dann würdest du ihn ja das Leben riskieren. Und deswegen hat er es verweigert und gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Und deswegen gab es nur die alternative Möglichkeit zu sagen, ich muss dem eisernen Willen befolgen und ihn schützen. Und darauf ist dann dieser Dialog gekommen. Und was den Beginn unserer Suche anbelangt, ich bin sicher, dass sich einige von Takeru Samas Büchern noch im Schloss befinden. Bücher, die ihm helfen sollten, das Reich der Götter zu finden. Ich werde sie suchen. Neben der Suche nach dem Weg ins Reich der Götter, könnten wir auch herausfinden, wie wir die unsterblichen Fesseln durchtrennen. Ein guter Vorschlag. Rede mit Ishin Sama. Wenn irgendwer die Antwort kennt, dann er. Wolf, komm mit. Ups. Erstmal wieder alles kaputt machen hier. Wow. Ishin Sama ist nicht in der Burgzitadelle. Er erholt sich in einem dieser Wachtürme. Doch der Weg zu seinem Wachturm ist versperrt. Er ist nicht bei bester Gesundheit. Wie komme ich hinein? Ein Weg auf dem Dach führt dorthin. Er wird jedoch von den Nachtschwalben-Ninja bewacht. Der Weg ist für Shinobi gedacht. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Ich habe gehört, die Nachtschwalben nutzen Rauchsignale zur Orientierung. So ist es. Wenn du den Rauchsignalen folgst, solltest du Ishin-sama erreichen können. Durch dieses Fenster gelangst du aufs Dach. Finde Ishin-sama und frage ihn, wie wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen können. Er erholt sich in einem der Wachtürme außerhalb dieses Bergfrieds. Steig durch das offene Fenster aufs Dach und folge den Rauchsignalen der Nachtschwalben. Ich betraue dich mit dieser Aufgabe. Alles klar. Dann weiter geht's. Allerdings gäbe es jetzt so ein paar Dinge, die ich gerne noch tun würde. Zum Beispiel würde ich immer noch gerne diesen Fuzzi mit der langen Lanze da umbringen, wo wir den Jungen das erste Mal gefunden haben. Und ich würde gerne den Shinobi töten, der uns ans Leder will und auf uns wartet zu der an dem Punkt, wo wir gestartet sind. Das sind alles so Dinge, die würde ich gerne noch machen. Aber ich bin irgendwie zu schlecht dafür. Ja, komm mir du wieder mit alten Quotes.
Das ist halt die Frage, muss ich den Rauchsignalen runterfolgen? Oh. Oder einfach hier hin. Hi. Über das Leben des göttlichen Erben. Ja? Ich möchte euch etwas fragen. Doch zuvor, Sake. Was? Du hast ihn dir verdient. Hier. Mein Enkel Genichiro wurde vom ewigen Wasser verzaubert. Gut, dass du dem für mich ein Ende bereitet hast. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich habe nur die Regeln befolgt, die mein Vater mich gelehrt hat. Ah, die eisernen Regeln der Shinobi. Ich verstehe. Du bist der Sohn des Uhus. Der Junge, den er während der Rebellion gefunden hat. Ja. Und deine Reisen führten dich hierher. Das Schicksal eines Menschen ist irgendwie seltsam. Meinst du nicht auch, Sekiro? Ihr seid... Also, was möchtest du wissen? Der göttliche Erbe will die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen. Ich will wissen, wie das möglich ist. Die sterbliche Klinge. Mit so einer Waffe wäre es möglich. Das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, wonach du suchst. Die sterbliche Klinge. Mit ihr kannst du jemanden töten, der auf gewöhnlichem Weg nicht sterben kann. Jemand, der nicht sterben kann. Die Infizierten. So nennt man sie, glaube ich. Ich habe noch nie einen gesehen. Es heißt, man könne ihr Herz durchstoßen oder ihren Kopf von ihrem Körper trennen, doch sie würden nicht sterben. Wenn die Geschichten wahr sind, müssen sie furchteinflößend sein. Um ein solches Ungeheuer zu töten, bräuchtest du die sterbliche Klinge. Alter, was? Wo finde ich diese sterbliche Klinge? Wie ich hörte, soll sie im Senpo-Tempel sein. Aber es heißt, dass die sterbliche Klinge nicht gezogen werden kann. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber das erzählt man sich darüber. Jetzt sind die Tore des Tempels jedoch geschlossen. Wer weiß, was diese verdorbenen Mönche da oben in den Bergen hinter verschlossenen Türen treiben. Es gibt keine vernünftigen Straßen, die dort hinaufführen. Wie komme ich denn dorthin? Durch das verlassene Verlies, nahe der Ashina-Burg. Wenn du den Wasserläufen folgst, solltest du dorthin gelangen. Hier. Bietest du mir etwa den Sake an, den ich dir gegeben habe? Wunderbar. Ich nehme ihn. Ach, das tut gut. Ach, übrigens, wie ging es Genichiro? Was meint ihr? Eure Klingen haben sich doch gekreuzt, oder nicht? Schlicht gesagt, er war stark und er wandte ungewöhnliche Techniken an. Ich verstehe. Was genau ist der Blitz von Tomoe? Das ist eine Technik von Genichiro Sensei. Sicher ein beeindruckender Anblick. Sein Sensei? Tomoe. Nur wenige können so meisterhaft mit dem Schwert umgehen wie sie. Wenn sie kämpft, ist es wie ein Tanz. Wenn man ihr in die Augen sieht, es ist ein Gefühl, als würde man in die Tiefen der See hinabgesogen. Ich war sehr von ihr angetan und es hätte mich um ein Haar das Leben gekostet. Ich habe lange gelebt, doch nie bin ich dem Tod näher gekommen. Voll geil, gibst ihm einfach mal seinen Sake zurück und hast auf einmal hier voll die Story-Geschichte mit Tomoe, der Sensei von dem Geishiro. Krass.
Alter, was hier abgeht. Okay. Du willst gehen, Sekiro? Die Unsterblichkeit zu durchtrennen, wird ein großer Kampf werden. Und im Kampf werden die Pläne und Begehren der Beteiligten aufgewühlt. Wenn du zögerst, wirst du hinfortgeschwemmt. Und verliere den Kampf. Das stimmt. Merke es dir. Sekiro, zögern heißt verlieren. Geiler Opa auf jeden Fall. Der sieht voll gechillt aus. Ja, Mann, der sieht richtig gechillt aus. Wie der da so hockt. Total entspannt auf dem Fußboden. Aber mega. Hat da noch so ein Bänkchen hinter sich? Aber wo sind die Nachtschwalben-Ninjas, die ihn bewachen sollen? Das frage ich mich gerade. Ah, hier sind die. Interessant. Leber und Kügelchen. Alles klar. So, da bin ich wieder. Ja, geil gemacht, ne? Auf jeden Fall geil gemacht, muss man einfach sagen. Lustig, dass wir den richtigen Eingang gefunden haben und nicht kämpfen mussten. Ich jetzt aber trotzdem kämpfe einfach, weil ich mir das natürlich ja alles angucken möchte und keine Items verpassen möchte. Die Einrichtung sieht scheiße aus. Das muss ja alles erneuert werden, würde ich sagen. Ich habe Angst. Dahinter ist irgendwas. Heilen wir uns erstmal. Oh, shit, hier sind wir. Lol. Okay, krass, das hätte man auch schon viel früher alles erleben können. Ich will nicht sterben. Hallo, Kamera? Alter, das ist so unfair!
Nein, Doppel-K.O. Ah, ich kann ja mich wiederbeleben. Haha. Haha. Lass das die Steffi machen mit der Einrichtung. Die hat halt voll drauf. Niemals. Ich hab da meine eigenen Pappenheimer, die das für mich machen. Okay, zurück. Ja. Ist das etwa die Drachenfäule? Alle sind mal kurz vorm Abkratzen und er fängt an zu niesen. Wolf, ich habe etwas gefunden. Die Bibliothek ist offen. Triff mich dort. Ihr habt euch also mit Ishin-sama getroffen? Ja, er hat mir gedankt. Für meinen Sieg über Genichiro. Ich verstehe. Ich hätte nie gedacht, dass Genichiro-sama so weit gehen und das ewige Sediment trinken würde. Ewiges Sediment? So nennen wir einen besonders stark konzentrierten Teil des ewigen Wassers. Ihr habt es sicher schon gesehen. Das ewige Sediment verleiht dem Fleisch große Widerstandskraft. Es lässt einen Treffern widerstehen, die normalerweise tödlich wären. Mein Mentor Dogen hat seine Verwendung gründlich studiert, aber... Seine ganze Arbeit, die Aufzeichnungen, Arzneimittel, einfach alles, wurde verbrannt und vernichtet. Ich weiß nicht wer, aber mir kam zu Ohren, dass einer der ranghohen Lehrlinge einen Teil davon retten konnte. Vermutlich Dojun. Habt ihr Kurusama nach seiner Meinung gefragt? Hab ich. Und? Wir haben beschlossen, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Ich verstehe. Ich danke euch für all eure Hilfe. Das klingt fast so, als wolltet ihr euch für immer von mir verabschieden. Ich habe die Befehle meines Herrn erfüllt und bleibe hier in der Burg. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, wenn ihr mich sprechen wollt. Ich stehe euch gern als Ärztin zur Verfügung. Cool. Geben wir ihr doch auch mal ein bisschen Hier, für euch. Oh, das ist doch Ishin-samas Lieblingssacke. Ich nehme einen Schluck. Vorzüglich. Bitte. Sagt irgendwas. Ich möchte euch etwas fragen. Natürlich. Wer hat euch im Kampf mit der Klinge ausgebildet? Mit der Klinge? Ich bin Ärztin. Ja, aber wer war es? Ishin-sama. Ich hatte aber nur wenig dafür übrig. Eure Fähigkeiten sprechen eine andere Sprache. Warum habt ihr es erlernt? Nun, nicht um Menschen zu töten. Was meint ihr damit? Es liegt mir völlig fern, jemanden umzubringen. Aber ich würde einen Dämon töten, falls sich einer zeigt. Ein Dämon? Nehmt mich nicht ernst. Das war nur ein Scherz. Das ist alles Taktik, Leute. Ich will die betrunken machen, um sie flach zu legen. Ich möchte auch Sake. Du laberst schon genug, du kriegst keinen Sake. Das sind alles Alkis. Bestehst du jetzt alle mit dem Sake, damit sie mit dir labern? Ja, ansonsten reden die ja nicht mit mir. Was soll ich machen? Werter Wolf, es scheint, als zeichneten nun weniger Sorgenfalten eure Stirn. Bitte sorgt dafür, dass Kurusamas Wunsch, die Unsterblichkeit aufzuheben, in Erfüllung geht. Fett weggebimst, hör mal. Alle nur am Rumbimsen hier. Kanonenfestung Schreinschlüssel. Der Schlüssel zu einem Schrein in der Kanonenfestung. Das Tor hinter dem Götzenbild des Schreins kann geöffnet werden. Der Clan des versunkenen Tals schießt auf Fremde, die sich nähern. Die Kanonen der Schlangenaugen sind besonders schrecklich. Rocco, du Hund! Vielen, vielen Dank für deinen Twitch Prime an der Stelle. Sauber, danke dir.
Die Kanonen der Schlangenaugen sind besonders schrecklich. Ihre besonderen Augen lassen sie leicht aus großer Entfernung treffen. Interessant. Da oben ist wieder ein Fenster, das wir aufmachen können. Dieser lästige Staub. Ich bin zurück. Oh, Wolf, du bist es. Hast du Ishin-sama getroffen? Das habe ich. Er sagte, die sterbliche Klinge, sie könnte der Schlüssel zur Aufhebung der Unsterblichkeit sein. Die sterbliche Klinge. Ein Schwert, das die Macht hat, die Unsterblichen zu töten. Es befindet sich im Senpo-Tempel. Verstehe. Das hört sich vielversprechend an. Wie ihr sagt. Ich für meinen Teil habe nach Büchern mit Hinweisen auf den Duft der Urquelle gesucht. Anscheinend hat Takeru-sama wirklich einen Weg ins Reich der Götter gesucht. Ich habe bislang eine relevante Information gefunden. Und zwar? Eine Blume. Eine Blume? Lies erst das hier. Duftende Blume. Notiz. Eine Notiz von Kuro, die von Takeru geschrieben wurde, dem ehemaligen göttlichen Erben des Drachenerbes. Einst sollen Verwandte von Tomoe den Urquellduft gesammelt und den Palast aufgesucht haben. Ein Schlüssel könnte dort sein, wo sich das ewige Wasser in den Tiefen sammelt. Eine weiße und intensiv duftende Blume. Was ist? Eine Hinterlassenschaft von Takeru-sama. Ich habe nach Informationen zum Urquellduft gesucht und wie er mit dem Reich der Götter in Verbindung steht. Es fließt Wasser von der Urquelle durch Ashina. Und das Buch spricht von einer weißen Blume, die dort wächst, wo das Wasser tief ist. Sie scheint ein Teil des Urquelldufts zu sein. Eine Stelle, wo das Urquellwasser tief ist. Vielleicht ein tiefes Tal. Ja, vielleicht meint er das versunkene Tal. Das Urquellwasser sollte dort hineinfließen. Wo ist dieses versunkene Tal? Jenseits des Waldes hinter der Burg, tief im Wald, gibt es einen Schrein, der der weißen Schlange geweiht ist. Wie du dir denken kannst, liegt das versunkene Tal direkt darunter. Es gibt keinen richtigen Weg dorthin, aber ein fähiger Mann wie du wird ihn finden. Interessant. Kurosama, das ist für euch. Ist das etwa... Es ist ein Sakura-Tropfen. Das ist... Wenn das unsterbliche Versprechen des Drachenerbes gebrochen wird, soll dies anstelle des Eides verbleiben. Glaubt ihr, Takeru-sama hat es zurückgelassen? Höchstwahrscheinlich. Wolf, wenn du es wünschst, kann ich diesen Sakura-Tropfen benutzen, um dir zu helfen. Wenn ihr so gütig wärt. Natürlich. Schließ deine Augen. Kuro-sama. Takeru-samas Drachenblut lebt mit dir weiter. Ich nehme es demütig an. Ja. Ja. Du kannst deine Augen wieder öffnen. Kuro-sama. Zusätzliche Auferstehungsmacht gewährt. Das war ein Segen von Takeru-sama. Nutze ihn gut. Ja. Oh, da fällt mir ein, diese Tür mit den Umrissen eines Menschen. Ishin-sama hat es einmal als Abkürzung für Shinobi bezeichnet. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert, aber da er Shinobi erwähnte, weißt du es vielleicht. Geräusche hörten sich komisch an, naja, macht die Augen zu und dann, weißt du, so richtig schön. Einmal eine Runde rumknutschen mit dem Jungen hier. Das ist hier wie bei denen in der Kirche. Ich muss herausfinden, was das Geheimnis des Dufts der Urquelle ist, damit wir das Reich der Götter erreichen können. Ich sage dir, was ich herausgefunden habe. Okay. Oh, da fällt mir ein. Ja, okay. Oh, da fällt mir ein, deine Mutter ist ein Schwein. Ich klaute ihr ein Bein, denn so sollte es sein. Warum können wir jetzt hier raus? Für den Reim. Ja, genau, für den Reim. Sind wir auf der anderen Seite?
Ach, da unten sind die wieder. Okay. I know where we are. Yay! Bums. Da war der Drachentyp wieder hier. Da hinten der. Ja. Lauschen. Wann seid ihr von eurem Weg abgekommen, Genichiro-sama? Hallo? Lauschen wir eine Runde. Das Räuchergewächs duftet schwach nach Sakura-Blumen. Sakura! Hieß nicht so dieses Mädchen mit den pinken Haaren bei Naruto? Sakura-sama! La, 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 la. Sag mal, Mama, wann bist du eigentlich morgen bei der Oma? Wann bist du denn morgen bei der Oma? Ich soll auch dahin, die hat mich kurz vorm Stream angerufen. Sakura-chan, genau. Sakura-chan. Wieder egal. Seid gegrüßt, mein Freund. Wollt ihr Geschäfte mit mir machen? Sag nicht egal, ob Sama, Chan, Sam, Cham, Bam, Brumm oder was weiß ich nicht. Mal, Mann. Das ist mir doch alles egal. Oh, du bist hier? Brauchst du etwas? Ihr habt ihn gerettet. Was? Den göttlichen Erben. Das hat nichts mit mir zu tun. Nein. Ich danke euch. Der Schatten in deinen Augen. Er ist etwas heller geworden. Was? Aber egal. Brauchst du etwas? Ich habe den Weg des Shinobi verlassen. Aber ich konnte mich nicht von dieser Shinobi-Prothese trennen. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie ich jemanden retten würde, der seinen Arm so wie du verloren hat. Ich bin sicher, dass das Schicksal ist. Okay, gucken wir mal, ob wir irgendwas verbessern können. Irgendwie nicht. Schon irgendwie ein bisschen traurig. Oh, warte mal, was ist das denn? Ach ja, wir haben ja dieses neue Modul. Ich hab's wieder vergessen, nein! Aber verbessern können wir das trotzdem nicht. Schade eigentlich. Mit einem so viel... Aber jetzt können wir dafür was anderes, Ninjutsu. Ey, ich hab die doch reingemacht, die Ninjutsu-Technik hier. Was brauchen wir denn nicht so oft? Ich würde mal sagen, wir brauchen den Flammenwerfer aktuell nicht so oft. Okay, mal gucken, was das kann. Du hast aber noch vieles verdeckt. Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen wäre das etwas komisch gewesen, wenn das jetzt wirklich schon der Endkampf gewesen wäre. Aha, okay. Na gut. Gucken wir mal, ob uns das weiterhilft. Ja, wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Ashina Umland, Hirata Anwesen. Das war ja in der Vergangenheit. In der Ashina Burg müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, soll ja hier noch irgendwas sein, oder? Ich meine, das ist ja so ein Riesengebiet. Das kann ich hier. Schrein der großen Schlange. Da waren wir schon. Guck mal. Das ist den Weg sind wir schon gegangen mit dem Schrein der Schlange und so. What?
Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal zum alten Grab. Und gucken uns dann nochmal genauer um, weil das haben wir beim letzten Mal ja sehr, sehr spärlich gemacht. Wobei, nee. Ach, warte. Was wir machen können, wir hatten von oben etwas gesehen, dass noch unten irgendwas war. Und da können wir ja jetzt einfach hingehen. Ne? Macht doch Sinn. Wir hatten doch noch irgendwas gesehen. Klingt nach einem Plan, ja, würde ich auch sagen. So, da unten ist es. Ups. Wieso hast du gerade so mehrfarbig geleuchtet? Ach, wegen der LED hier draußen. Ich habe einfach ein bisschen Disco gemacht. Disco Pogo. Also diesmal muss ich den anderen erwischen, den da. Denn der war stark. Hallo, schön, dass du es schaffst. So, hier hatte irgendwo was geleuchtet. Da unten. Guck mal einer an. Sind hier vielleicht Fische drin? Scheint nicht, ne? Doch, da sind Fische drin. Aber das waren diese komischen Piranha-Viecher, ne? Das waren nicht die Art Fische, die ich haben wollte. Ich erinnere mich. Hier waren doch auch die Yaugis, ne? Da oben hängt ein Yaugi. Boss ist besiegt! Hast du ihn? Ja. Geil! Ist er denn auch tot? Nein. Jawohl, ich bin überall. Nein, er ist nicht tot. Er ist besiegt, aber nicht tot. Sekiro. Wer sind? Ministeriumsratten. Sie finden einen Weg durch jeden Riss und Spalt. Es gibt immer mehr von ihnen zu töten. Übrigens, Sekiro, hast du die Ashina-Klinge gemeistert? Noch nicht, wie mir scheint. Sekiro, du musst noch mehr töten.
Oh, die Ashina-Klinge sollen wir meistern. Okay, okay, das kriegen wir hin. Das dürfte gar nicht mehr so viel sein. Die Ashina-Klinge, da haben wir doch schon einiges. Hier, Ashina-Künze, genau. Wir müssen nur noch das letzte machen. 5 Punkte. 4 also noch. Weil wir haben ja aktuell einen. Hast du die Ashina? Okay. Okay. Gut, immer umgucken jetzt. Möchte ja auch nichts verpassen. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass hier unten die Schlange wieder auf uns wartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die war ja noch nicht tot. Die hatte jetzt nur ein Auge weniger. Aber ich sehe da unten zumindest schon mal einen Checkpoint. Und einen Gegner. Das sind bestimmt die Gegner, die man nur mit dieser sterblichen Klinge töten kann. Ran an Speck, kill die alle. Ja klar, ich kill auch die, die ich nicht töten kann. Alle. Alle werden getötet, auch die Unsterblichen. Kein Problem. Sitzt gerade im Bus, hab deshalb gerade Zeit. Ja, nice. Schön, dass du kurz reinschaust. Es freut mich wirklich sehr. Gucken wir mal. Oh. Doch keine Geister oder Unsterbliche. Einfach nur Leute mit einer Lanze, an der eine Muskete hängt? The fuck? Interessante Gegners. Gegnasse! Guck mal, hier unten geht's auch noch weiter. Mein Gott, das ist wieder so ein super überschaubares Gebiet hier. Da ist ja noch einer. Versunkenes Tal. Ach Gott, wir sind schon da. Krass. Eine Handvoll Asche. Ja, so soll es sein. Ich trage eine Lasche. Wow, wow. Du kannst richtig gut werfen, wenn ich das mal sagen darf. Sekiro soll besser kein Baseball spielen. So wie er wirft, der wirft ja schlechter als ein Mädchen. Ist da noch irgendwas? Wie wär's mit dem Streamtitel Genichi Arshina? Nee, ich, Yaugi, kannst du den Titel mal ändern? Kannst du irgendwie sowas schreiben wie Tief im versunkenen Tal oder irgendwie so? Das wäre super, danke. Weil ich kann gerade nicht raustappen, dann habe ich ja wieder dieses super Problem. Warum gehst du zurück? Da war doch ein Tunnel. Wo war ein Tunnel? Von wo bin ich denn jetzt gekommen?
Von da. Ja, ich glaube, ich komme erstmal nicht mehr zurück. Scheiße. Easy. Wo war ein Tunnel? Und wieso zurück? Ich gehe ja vorwärts. Boah, das macht so Bock, ey. Meinst du hier? Hier ging es halt nicht weiter. Oh, hier geht's weiter. Interessant, was die Mama alles sieht. Ich habe gerade ein ungutes Gefühl. Ashina Umland. Aber Umland ist ja... Dann sind wir ja jetzt gerade... Oh, ich weiß, wo wir sind. Das ist, glaube ich, hier eines der Gebiete, wo ich mal gesagt habe, dass ich hier unbedingt mal irgendwie hin möchte. Das hatten wir dann von oben irgendwo gesehen. Da sitzt jemand. Perle, ja, guck mal einer an, ey. Nice. Das ist Nummer 3 von 4 Zelda-Herzteilen. Beruhigungsmittel brauche ich auch, ey. Nach gestern brauche ich auf jeden Fall auch Beruhigungsmittel. Dieser Genichiro ging mir richtig auf den Sack. Was ist denn hier? Sind hier zufällig irgendwelche Karpfen drin? Hallo? Irgendwelche Karpfen? Nee, ne? Hier ist nix. Nix von Interesse. Kann ich das kaputt hauen? Unser Schwert kann kein Eis schneiden. Stahl kriegen wir durch, aber Eis ist zu hart. Ja, nice. Einfach mal so ein Zusatzgebiet. Sauber, Mama, sauber. Sehr gut. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Mal die Klippe abgucken. Brauchte gestern jeder. Ja, ich glaube auch. Das glaube ich. Ah, da unten geht's noch weiter. Warte mal. Von hier sind wir ja gekommen. Oder? Von da sind wir gekommen, ne? Oder sind wir von hier gekommen? Aber hier geht's, glaube ich, gar nicht weiter. Okay. Wir müssen also hier oben lang. Alles klar. Hier scheint nichts mehr zu sein, oder? Habe ich irgendwas übersehen, Mama? Ich zähle jetzt als 2 Viewer. Warum das? Ha? Oh, Big Mama. Habe ich wieder irgendwas übersehen oder darf ich jetzt weiter runter? Geh den Weg zurück. Alles klar. Meister hat gesprochen. Sehr gut. Du solltest dich umbenennen in Zen Master Mama oder so. Old Zen Master Mama. So, ist hier noch irgendwas oder warum kann ich hier runter?
Scheint nicht. Okay. So, geh den Weg zurück. Ich meine, wo du den dritten getötet hast. Da war noch ein Tunnel. Und Big Mama zeigt, wo es lang geht. Ja, 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 ja. Hier, wo ich einen getötet habe, war noch ein Tunnel. Hier war ja, glaube ich, der dritte. Ein Tunnel. Tunnel, 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 Tunnel. Das versunkene Tal. Da oben ist noch was. Aber ich wüsste nicht, wie ich da rankomme. Okay. So. Den da. Ja, hier waren wir doch gerade eben. Hier bin ich doch gerade lang gegangen. Guck mal, da haben wir doch auch einen getötet. Da unten liegt noch Zeug. Hier, da. Guck, hier ist doch auch einer tot. Hier sind wir gewesen. Das heißt, wir sind den Tunnel gegangen, den du gehen wolltest. Ja, guck mal einer an. Aber gut, dass ich trotzdem zurückgegangen bin. So haben wir ja neue Sachen gekriegt. Ah, okay, so ist ja kein Problem. Hat sich ja gelohnt, nochmal den Ausflug zurückzumachen. Alles gut. Das Einzige, was mich jetzt gerade nervt, ist, dass wir da oben noch was hatten, wo wir jetzt wieder nicht rankommen. Ich jetzt immer tiefer gehe. Was knirscht hier? Ich hab's knirschen hören. Ah, da, Echse. Ey, wie hoch sind wir, dass man nicht mal den Boden mehr sehen kann? Wo ist der Typ? Da war doch gerade einer. Hab dich genau gesehen, du Pappenheimer. Ist schon soweit, dass du das Knirschen hörst? Das sind meine Zähne. Das ist noch so das Nachklingen von der Nacht. Willst du dich verarschen? Holy shit! Alter!
Das gibt's nicht! Ich will doch nicht darunter springen! Hör auf! Alter! Was ist das für ein Huso gewesen, ey? Das gibt's ja gar nicht! Du blödes Stück Scheiße! Meine Herren noch! Mach doch sowas nicht, Mensch, Carsten! So weh, der kommt jetzt wieder. Gucken wir uns das erstmal in Ruhe an. Okay, er scheint nicht wiederzukommen. Na, immerhin. Oh shit, er ist doch wieder da. Ist das euer Ernst? Warum kommt er denn wieder? Wo ist er denn überhaupt? Bin ich völlig blöde? Von wo kommt denn der? Noch mal in den Abgrund. Das Maul. Der kommt aber nicht aus dem Berg hier, oder? Ach, da sitzt der. Okay. Ich habe verstanden, dass ich da jetzt nicht nochmal hingehe. Alter, nerven die Viecher ein. Lol. Die Kanonenfestung war noch stärker, als wir gehört hatten. Das war leichtsinnig, unvorbereitet hineinzugehen. Ah, das weckt Erinnerungen. Ich höre die Senpo-Tempelglocke. Oh. Ich weiß, worauf uns das hinweist. Okay. Ich hab's verstanden. Und zwar müssen wir ein bisschen farmen,
Wir müssen ein bisschen farmen und holen uns dann von diesem Dachsverkäufer, wenn ihr euch erinnert. Yaugi im 14. Jahrhundert. wir holen uns von diesem Dachsverkäufer dieses Schild, womit wir die Kugeln abblocken können. Wenn ihr das noch in Erinnerung habt. LOL, so einfach kommt man da rein? Ist ja krass. Das hier ist gar nicht so schlecht. Da kommt Kundschaft von links und rechts. Alle sind willkommen. Also, solange sie Münzen haben. So, und gucken wir doch mal. Wo war das denn? Hier, eiserne Festung. Das meine ich. Das Ding meine ich. 1600. Bis dann. Hey, wer hat mich denn jetzt gesehen? Der da oben? Oh mein Gott. Geht das wieder los? Was? Wie? Ne. Ist das dein Ernst? Holy shit! Ach, da oben bist du. Okay. Musste ich gerade erstmal suchen. Aber wenigstens ist er jetzt hier unten. Jo. Damit wird das auch erledigt. Die Kanonen sind so ohrenbetäubend, aber die haben schon geilen Sound, muss man sagen. Also das haben sie schon geil gemacht.
Ha! Nice. Ich komme irgendwie gerade immer noch nicht so ganz auf den Spruch klar. Auf welchen Spruch? Ach so, jetzt wissen wir, wieso Yaugi leider im Rollstuhl sitzt. Er griff unvorbereitet die Kanonenfestung an. Oi. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier. Hi, Leute. Wollen wir ein bisschen Spaß haben? Reicht's mir. La 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 la. Hi Leute. Kennt ihr den schon? Kommt ein Ninja geflogen, bringt er alle anderen um. Mal kurz weg, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Schön, dass du bis hierhin da warst und ich hoffe, wir sehen uns gleich auf jeden Fall noch. Würde ich mich freuen. Okay. Ich wollte gerade sagen, scheiße, wo bin ich? Andere sagen, scheiße, wer bin ich? Nachdem sie Komasaufen betrieben haben. Hi, du. Das war leider die Wand. Alter, dieser Abfucker da oben wieder, ne? Ja. Okay. Nein! Jetzt ist gut. Carsten, so, nee, tschüss zusammen, ich quitte. Eisenschrott. Ah, nein, nicht runterfallen. Easy gerettet. Lol. Lol, was ist denn da? Was ist das hier? Wer bist du?
Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Göttliches Kind des ewigen Wassers, danke. Göttliches Kind des ewigen Wassers? Wovon redet ihr? Hä? Ihr? Ihr möchtet das göttliche Kind treffen? Da drüben! Der Senpo-Tempel ist dort drüben! Geht durch das verlassene Verlies, schwimmt durch das kalte Wasser. Dann gelangt ihr direkt zum Senpo-Tempel auf dem Berg Kongo. Lol. Die alte Oma sagt uns einfach mal, wo lang geht hier. Old Big Mama, bist du's? Oh, ups. Deine Mama, krass. Lass sie das nur nicht wissen. Wie ich gehört habe, hast du dem Hünen aus der Tarot-Truppe die Rüstung angelegt. Ja, er hat deswegen ziemlich rumgestänkert. War eine Mordsarbeit. Hat sich aber gelohnt, oder nicht? Riesengroß und extrem stark war er ja vorher schon. Und dank dir prallen Klingen jetzt von ihm ab. Stimmt schon, aber er mag die Rüstung nicht. Und dass ich sie ihm angelegt habe, gefiel ihm noch weniger. Ein geschickter Gegner könnte ihn im Kampf sicher schnell herauspellen. Aha, ein Hinweis auf den nächsten Kampf, der uns bevorsteht. Und ich weiß auch, glaube ich, gerade, wo wir sind. Ist das hier nicht wieder das Startgebiet? Da hinten ist doch dieses Dingens, da haben wir angefangen. Das heißt, wir sind genau da, wo wir eigentlich nicht sein wollten. Aber hier geht es zum Senpo-Tempel, also alles gut. Torhausschlüssel, nice. Aha. Ein Fettsack mit einer Glocke auf dem Rücken. Ich hab woanders Glocken. Ha! Die Spoiler jetzt aber ganz schön off, wohl. Deswegen müssen sie eben weg. So, wieder da. Hallo. Wir hatten dich gerade eben schon gesehen. Guck mal, ein Hundeflüsterer. Interessant. Guck mal da unten, da sind auch noch Sachen. Da sind wieder diese komischen Hutträger. Ich mag die nicht. Aber da sind Items. Die mag ich. Items finde ich gut. Kurz mal abchecken, wie der Rückweg aussieht. Da lang, da lang, da hoch, da hoch, da hoch. Hoffe ich. So ein Speicherpunkt wäre jetzt hier in der Nähe ganz gut. Was tut man nicht alles für Items? Hier komme ich nicht mehr hoch, ne? Okay. Wenn wir schon mal hier unten sind.
Wäre besser darunter gesprungen, hätte ich die alle erbeucheln können, ne? Naja, gut. Ich hasse dich. Jetzt hasse ich euch noch viel mehr. Okay, der war ein bisschen einfacher. Allerdings ist der da, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Okay. Ups. Naja, vielleicht kommt er nicht hinterher. Hund! Oh lol, nein, der ist auch hier unten! Hallo? Ist hier jemand? Nein. Okay, perfekt. Okay. Dirk, Hallöchen! Lebt unser Server noch? Lad mir das eben neu runter, weil ich eine eigene Map starten will. Mit dir ist das immer so eine Sache. Es sind noch drei Frauen dabei, also diesmal geht was. Die wissen, was sie tun. Hallo Dirk, schön, dass du kurz reinschaust. Jetzt muss ich nur gerade erstmal gucken, wie kommen wir denn da jetzt wieder hin? Komme ich hier hoch? Über mir, ne? Schade eigentlich. Yeah!
so einfach und die anderen nicht. Komme ich jetzt hier wieder rauf? Scheiße. Tja, das ist jetzt aber blöd. Komme ich hier nicht mehr rauf? So ein blöder Bockmist. Ja, wir sind hier. Ich erinnere mich, okay. Ja, komm hier. Achso, von da. Wow. Mach mich wieder auf den Weg. Alles klar. Schön, dass du kurz da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns dann ja, spätestens ab Donnerstag wieder. Mach's gut. Dem hat der Zaun wohl nicht gefallen, würde ich mal sagen. Alter, gibst du mir auf die Eier. Ach, mein Freund. Wollen wir noch mal ein Tänzchen tanzen? Hä? Wir haben doch etwa 10 Minuten zusammen.
Hashtag unlimitiert Datenvolumen und so. Feier ich. Hashtag permanent Internetprobleme und so. Oh Gott, da wollte ich gar nicht hin. Der hat mich doch fast gesehen, der Eierkopf. Feier ich weniger und so. Feiern tue ich das auch nicht. So, mein Freund, wir haben noch eine Rechnung offen. Stimmt, der kann ja das. Ich will dich töten, mein Freund. Ich will dich töten. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Okay, so schon mal nicht. Hey, ein Boss! Nee, das ist ein normaler Gegner. Traurig, ne? Okay, okay, ich hatte meine Chance. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich will mein Geld ja nicht aufs Spiel setzen. Wir sind ja gerade hier so schön am Farmen. So, wir haben die 1600. Für was sparen wir? Wir sparen für dieses Eisenschild, was uns der DAX-Verkäufer andrehen wollte, damit wir in der Eisenfestung vorbereitet sind und nicht so wie diese Yaugis, die sich dann da hinsetzen und sich denken. Das war das Yaugi-Wein. Na, wen haben wir denn hier? Brauchst du? So, eiserne Festung. Tja, das dazu. Dank deiner Unterstützung bin ich ein reicher Mann. Es reicht zumindest, um Vorkehrungen zu treffen. Denke, ich werde bald abhauen. Wohin? Zum Senpo-Tempel auf dem Berg Kongo. Hier gibt es heutzutage alle Arten von Ratten. Hab das Gefühl, hier wird es bald ziemlich übel. Wird also Zeit, ein paar Sachen zu erledigen. LOL, wie lustig, wie die extra den Typen dahingesetzt haben
damit du gewarnt wirst, dass du diesen Schild brauchst. Dann holst du dir den Schild und er sagt, er geht zum Senpo-Tempel, wo wir ja auch gerade hingehen. Wie krass das einfach ist. Richtig geiles Design. Muss man einfach sagen, das ist ein richtig, richtig cooles Map-Design und Quest-NPC-Design, was sie da auf den Damm bringen hier. Mega gut! So ein Zufall, genau. Zufällig gehen wir auch zum Senpo-Tempel. Schön, dass wir uns dann da wiedersehen. Freut mir! Brauchst du etwas? Mit deinem Sohn kann ich also wetten. So, machen wir das dafür weg und packen den geladenen Schirm dafür rein. La 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 la, ich hab einen Regenschirm. Schubidubidubidu, la 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 la. Okay, sieht der geil aus. Definitiv, ja. Definitiv. So, wo waren wir denn gerade eben? Wir waren gerade eben irgendwo, wo wir eigentlich nicht sein wollten. Wie sind wir denn da nochmal hingekommen? Wir wollten auf diese Brücke hier bei der Ashina-Talsperre. Aber wie sind wir da nochmal fast hingekommen? Ey, nicht aufhören! Achso, Buh, es sah gerade so aus, als würdest du aufhören. Nee, ich höre noch nicht auf. Ich überlege gerade. Wo sind wir denn da lang gekommen? Wo sind wir da lang gegangen? War das nicht über das alte Grab? Ja, glaube ich auch. Lustig, dass wir zufällig denselben Gedanken hatten. Bevor wir loslegen, gehe ich mal kurz, mach mal Pipi-Pause. Bis gleich.
Zwei doofe Eingedanke. Wie interessant das wäre, wenn Carsten jetzt angegriffen wird. Nee, das wäre nicht interessant. Das wäre relativ gemein. Besonders, weil wir doch gerade zwei Fähigkeitenpunkte haben. Und wir brauchen noch drei. Das wäre wirklich mal interessant. Nein. Carstens Reaktion wäre interessant. Ja, aber die Kamera war ja aus. Das heißt, die hättet ihr ja gar nicht mitbekommen. So, wir sind, glaube ich, hier irgendwo lang. Warte mal, wir sind hier lang. Den haben wir kaputt gemacht. So, dann sind wir, glaube ich, hier lang. Schubidubidu, dubidubidu, hier rein. Dann kommen ja hier die Leutchen. Oder? Dann sind wir hier wieder raus. So, und dann sind wir hier lang und hatten da den Krähen-Typen. Da war die Oma, beziehungsweise die Old Big Mama. So, ich erinnere mich. Hier war die Old Big Mama. Und Old Big Mama hat uns gesagt, guck mal hier, Mama, das bist du. Guck mal. Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. So, bis dann, Rangold. Kind des ewigen Wassers. Danke. Ihr wolltet das göttliche Kind treffen, nicht wahr? Da drüben. Der Senpo-Tempel ist dort drüben. Geht durch das verlassene Verlies, schwimmt durch das kalte Wasser. Dann gelangt ihr direkt zum Senpo-Tempel auf dem Berg Kongo. So, Mama, danke für die Info. Ohne dich würden wir hier jetzt nicht weiterkommen. Hallo? Ich darf mich vorstellen. Sekiro, mein Name. So zerknautscht sehe ich noch nicht aus. Was nicht ist, ne? Das kann ja noch werden. So, was brauchen wir denn hier? Wahrscheinlich erstmal das hier für die Hündchen. Ob wir den One-Hitten können? Wow, das war knapp. Ja.
jetzt ist gut. Kein Grund auszurasten. Carsten ist aber auch manchmal gemein. Ja, richtig. Manchmal bin ich gemein. Manchmal auch einfach nur ehrlich. Okay. Dicker Spieler, mein Glocken. Hat er falsch verstanden, würde ich sagen. Das hat er eindeutig falsch verstanden. Ich hab Angst. Schwerer Geldbeutel, den nehme ich mit. Checkpoint! Jetzt freue ich mich wieder und kann ihn wieder nicht benutzen. Kommt Miniboss, ich sterbe und alles ist gut. Ich kann ihn benutzen! Figur des Bildhauers. Oh, wie ich dich mag. Guck mal, hier ist wieder der Shop. Shoppe, 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 shoppe. Hallöchen. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Noch eine. Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr auch die Nachlassverwalter. Wir, die Unreinen, können niemandem gegenüber die Augen verschließen. Nur zu. Kauft eine Opfergabe. Okay. Was haben wir denn hier? Drachenblut, haben wir sogar noch eine. Medizin, bla bla bla. Maskenfragment Drache. Okay. Gebetsperle, Alter. Die Maske muss in mehrere Teile zersprungen sein. Und dieses Fragment scheint eine Dekoration des oberen Teils zu sein. Wir hatten doch schon mal ein Maskenfragment. Ich glaube, die Dinger sollten wir uns wirklich mal kaufen. Gebetsperlen haben wir hier. Geldbeutel. Okay, okay. Nice. Das Maskenfragment, das interessiert mich. Wir hatten schon mal irgendwo eine Maske. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Ah. 5000 ist natürlich schon viel Geld, ne? 5000. Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr auch die Nachlassverwalter. Wohin eure Reise euch auch führt, ihr solltet ein paar Opfergaben dabei haben. Was ich mich gerade frage ist, kann man irgendwie schneller Geld sammeln? Wir haben glaube ich hier diese Mibu-Ballons des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Aber was heißt eine Zeit? Das ist die Frage. Was heißt eine Zeit? Weil dann könnten wir das einfach mal einsetzen, uns irgendwo durchschnetzen und Geld sammeln. Gehen wir einfach erstmal weiter. 10 Sekunden, genau. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich wusste es. Ach, das sind die, die man nicht töten kann. Okay.
Oh Gott. Oh Gott, was eine Horrorshow hier gerade. Das ist ja wie bei Outlast. Oh mein Gott. Ich bin in der Irrenanstalt. Ah! Ich dachte, das ist hier ein Action-Adventure und kein Horror-Gedönse. Was ist denn da los? Wir haben irgendwas gekriegt. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir gekriegt haben. Okay, die dreistöckige Pagode kennen wir. Sabimaru-Beschreibung haben wir ja auch schon. Nachtschwalben-Memo kennen wir. Flammenlauf-Memo kennen wir. Kräuterverzeichnisseite. Das war irgendwas hier. Verrottende Gefangenen-Notiz. Die zurückgelassene Notiz eines toten Mannes im verlassenen Verlies. Der duftende Stein wird angeblich im Schrein eines Dorfes in den Tiefen Ashinas verwahrt. Aber was bedeutet sich hineinwerfen? Das waren alle Hinweise aus dem alten Okami-Buch. Aber haben sie den Palast der Urquelle wirklich erreicht? Das wüsste ich gern, aber ich werde es wohl nie erfahren. Kotaro, vergib mir. Herzlich willkommen bei Sekiro, dem Top-Horror-Spiel. Ich kann drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Ich fühle mich hier oben relativ sicher. Oh, wer ist das denn? Ein Metzger. Beruhigungsmittel, das brauche ich gleich wieder. Oh, das ist jemand, mit dem man reden kann. Was tut ihr ausgerechnet hier? Ah, seid ihr vielleicht ein Shinobi? Ich glaube, der ist ein bisschen zitterig gerade. Das ist richtig. Das dachte ich mir. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich bin Dojun. Ich wurde mit der Zubereitung einer Medizin mit dem ewigen Wasser beauftragt. Ich komme gleich zum Punkt, mein lieber Shinobi. Diesen Brief habe ich von meinem Sensei erhalten. Darin sind alle Details genau beschrieben. Blutiger Brief des Chirurgen. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Über Old Big Mama. Hi. Ein abgenutzter, blutbefleckter Brief von Dosaku, dem Chirurgen im verlassenen Verlies. Benötigt eins kräftiger Mann, vorzugsweise eins starker Samurai oder eins junger, großer Soldat, etwa eins Mitglied der Taro-Truppe, muss unversehrt geliefert werden. Dosaku. Mein lieber Shinobi, die Details befinden sich in dem Brief, den ich euch gegeben habe. In Anbetracht der Art der Information ist es besser, wenn wir möglichst wenig übereinander wissen. Okay. Dann mache ich mich jetzt wieder vom Acker. Da ist Speicherpunkt. Yeah! Speicherpunkt! Speicherpunkt! Ein Speicherpunkt! So süß und so schön! Oh.
Das finde ich nicht so cool. Halt mal gerade ein Nickerchen. Ich muss mal hier weiter. Walül! Noch mehr Walül! Oh, ganz viele Heuschrecken. Ah! Wir sind morgens um 10 Uhr bei Oma. Ja, da werde ich noch nicht. Ich denke mal, ich werde morgen so gegen 11 oder so eintrudeln. Aber ich komme dann auch morgen. Dann gibt es morgen halt mal keinen Stream. Dann ist das so. Oh, ich soll jetzt hier wirklich durchschwimmen, ne? Mama! Was will mich hier angreifen? Ah! Das sind hier diese Karpfendinger! Die haben aber gar keine Schuppen gegeben. Ist ja öde. Da sind wieder Gegner. Gegnerse. Okay, das sind aber nur die einfachen. Wir kriegen hier so viel Beruhigungsmittel. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Fake News. Leider nein. Bot. Schon arg stimmungsvoll gemacht, oder meine ich das nur hier so mit den Fackeln und diese leichte Beleuchtung? Dann so in das Dunkle hinein. Man sieht echt fast gar nichts. Das sieht schon, guckt euch das mal an, das sieht schon geil aus. Oh.
Vor allem, ich feiere das ja immer noch, dass überall, guckt euch das an, die Blutspritzer hier überall an. Das sieht einfach so heftig aus. Überall, wo du hinkommst, einfach hier alles so verteilt. Ich warte gerade eigentlich nur darauf, dass irgendwas Unerwartetes passiert und mich direkt umbringt. Die Statuen sehen gruselig aus. Muss doch was passieren, wann kommt das endlich? Nee, lass mal. Von mir aus gerne erst noch ein Checkpoint. Ein Dark Souls Aufzug. Ui. Bin auf alles vorbereitet. Check the point! Ja, du da. Da war gerade was Unerwartetes, aber es hat uns nicht umgebracht. J-Brox, vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Familie. Freut mich, dass du da bist. Hallo. Die Mönche des Senko-Tempels haben sich von Buddhas Lehren abgewandt. Sie haben ihren Glauben verraten. Auf der Suche nach Unsterblichkeit. Wenn du gefangen genommen wirst, werden dir unsagbare Dinge zustoßen. Am besten kehrst du um und nimmst denselben Weg, den du gekommen bist. Aber ich werde dir den Zutritt nicht verwehren, wenn du darauf bestehst. Solltest du es tatsächlich tun, sei bitte vorsichtig. Ich werde dir den Zutritt nicht verwehren, wenn du darauf bestehst. Solltest du es tatsächlich. Okay. Mysteriös, creepy und so. Oh. Etwas, was man nicht kaputt kriegt. Nice. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Wir haben immer noch nicht unsere 5 Skillpunkte. Um dem Typen da zu sagen, dass wir den... Du hast also beschlossen, weiterzugehen. Wir werden für deine Sicherheit beten. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Was soll ich sonst machen? Stehen bleiben? Never ever. Das Leben geht weiter. Oder es ist Brian. Aber das tut ja nicht zur Sache. Senpo-Tempel, Berg Kongo. Das ist jetzt mal aber wieder optisch was ganz anderes, oder meine ich das nur so? Mit Wald und so hat man noch nicht, ne? Sieht schick aus. Schick, schnieke. Jetzt gibt es nur eine Sache, die ich mich frage. Wir waren vorhin in so einer Höhle. Und da ging es zu einer eisernen Festung. Wo geht's denn da bitte hin? Wir sind ja jetzt am Senpo-Tempel. Hier sollten wir ja sogar hin. Aber wo ging es denn da unten dann hin?
Weißt du, was ich meine? Wir waren doch irgendwo in so einer Höhle wieder. Wo auch die Schlange mal war. Guck mal, da unten ist so ein Hutträger. Der hat einen Stahlhut diesmal an. Nieder mit den Mönchen! Der Kleine macht mir ein paar Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich mag die kleinen Viecher einfach nicht. Lass ihn mit dem Rücken zu uns stehen. Guck mal, da ist wieder so ein Drache. Oh, das ist ein Freund. Hä? Ach, das ist er. Du hast es also auch hierher geschafft. Ihr? Ich sagte doch, ich muss was erledigen. Was macht ihr hier? Da drüben. Ich muss auf die andere Seite der Klippe. Aber ich habe keine Ahnung wie. Es gibt keinen Weg rüber? Mit einem Shinobi-Drachen wäre es möglich. Aber es ist nicht leicht, mit dem Drachen in der Luft zu bleiben. Vor allem nicht als Amateur, mit Fracht. Ich verstehe. Unterhalb der Klippe ist ein Assassine, der die Drachen steuert. Wenn er das Ding in der Luft halten könnte, das wäre riskant. Aber es könnte klappen. Das Problem ist, er lässt sich nicht bestechen. Was soll aus dieser Welt nur werden? NFO, gerade in dem Stadium, wo du gerade im Spiel bist, gibt es gerne mal mehrere Wege, wo es weitergeht. Letztlich musst du eh überall hin. Hashtag no spoiler. Vielen Dank erstmal, dass du nicht spoilerst. Und einen wunderschönen guten Tag mittlerweile wünsche ich dir. Schön, dass du kurz reinschaust. Und das kenne ich ja schon so ein bisschen von den Souls-Teilen. Da war das ja ähnlich, dass man dann irgendwann mehrere Wege hatte. Es irritiert halt manchmal, weil man das Gefühl hat, so, es gibt einen Geschichtsstrang und irgendwie noch ganz viel nebenbei. Aber... ja, das ist ja irgendwie bekannt, so. Und vielen Dank, dass du nicht spoilerst. So, was, wer will mir da ans Leder? Ah, ein Mönch hat einen toten Mönch gefunden, okay. So, Leute, wenn ihr euch hier mit mir anlegen wollt, dann habt ihr ein Problem, das sage ich euch. Ich bin heute fit. Ich habe Genichiro getötet. Ich bin heute on fire. So sieht's nämlich aus. Also das heißt getötet, aber besiegt habe ich ihn. Oh nee, ich mag diese Hutträger nicht. Aber das ist dieser schlechte Hutträger. Okay. Damit kann ich leben. This Cousins on fire. Es passt zwar nicht. Aber für Yaugi mache ich es trotzdem. Fliegt mein Drache!
Oha, okay, muss ich das verstehen? Okay, also wir können den Drachen nach oben schicken, aber sobald wir loslassen, kommt er wieder runter. Okay. Mibuba Lord des Geistes. Okay. Und Gashins Konflikt. Ja gut. Aber wie kommen wir da ran? Das ist die Frage. Oder muss ich dann einfach ganz schnell zu ihm laufen? Wo will er denn hin? Oder muss ich ihm das jetzt sagen, dass ich das machen kann? Siehst du das da drüben? Ich versuche einen Weg auf die andere Seite zu finden. Unterhalb der Klippe ist ein kleiner Kerl, der die Drachen steuert. Wenn er das Ding in der Luft halten könnte, das wäre riskant, aber es könnte klappen. Gib mir Kraft. Ich will mich nur um meine Angelegenheit kümmern. Vielleicht ist da ein Hebel zum Feststellen. Können wir mal gucken. Vielleicht muss ich auch einfach eine gewisse Zeit warten, weil er will ja augenscheinlich das Ding in der Luft haben. Ich kann aber leider auch nichts anderes machen. Ich kann halt nur loslassen. Mehr kann ich. Ich kann ihn jetzt so halten. Eigentlich müsste er jetzt halt das machen, was er machen will. Oder ich hätte den Typen nicht töten dürfen. Ich kann das auch nicht mittendrin wieder anhalten oder so. Das geht nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen dann erstmal oben lang. Vielleicht können wir da noch irgendwas erarbeiten. Da oben war auf jeden Fall noch ein Mönch, deswegen schleiche ich kurz rauf. Ja, ein Mönch, habe ich gesagt, ne? Nice. Vielleicht mit dem Enterhaken an den Drachen ziehen, wenn er gerade zurückkommt. Was für ein Enterhaken? Ach so. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Aber ich hatte ja kein Symbol dafür. Oh Gott, sind hier viele Leute. Ah, ja, okay. Holy shit! Okay. Und dann direkt gegen zwei von euch. So, jetzt du. Okay, der hatte keinen Stab, das ist schon mal ein bisschen anders. Shaolin-Mönche, ja, das scheint so. Wenn du losgelassen hast, ne, da war kein Icon, dass ich mich da dranhangeln konnte. Das war das Blöde. Kass hat das Spiel kaputt gemacht. Deine Mom gestern kaputt gemacht im Bett. Was ist das hier? Oh,
Boah, sind das viele, ey. Interessant. Interessant. Es sind trotzdem sehr viele. Und ich will ja auch die ganzen Items wieder haben. Ihr kennt mich ja. Oh, da sieht mich jemand. Fettwachsklumpen. Diese Fettwachsklumpen bilden sich unter seltenen Umständen im Körper, kann für mittlere bis hochwertige okkulte Verbesserungen für Prothesenmodule genutzt werden. Aha. Aha. Eins, zwei, drei, vier, fünf sind es noch. Oh Gott, was macht er? Du dampfst, Junge. Ist das richtig? Die schauen alle nett zu. Na, immerhin machen sie was. Oder auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch besser für mich. Alter, ist das ein riesiges Gebiet hier. Wahnsinn. Hier liegen nochmal Leichen. Was für skrupellose Mönche sind das? Ich glaub's ja nicht. Gegenmittelpuder, okay, okay. Leichter Geldbeutel, sehr nice. Nochmal Gegenmittelpuder. Ich muss mir mal das Näschen pudern. Ich habe aber eigentlich nicht vor, gegen vier gleichzeitig zu kämpfen. Die sind schon stark. Da ist auch noch einer. Das ist eine Stinkwolke. Okay, zwei mit Stab, einer mit Fäusten. Oh lol! Ihr Schweinebacken! Ah!
Ja, beruhigt euch. Alles gut. Ihr Schweinebacke! Okay, soweit, so gut. Shit, das war der Falsche. No problemo. This game is just an easy game. Ich mach das schon. Vertraut mir, Leute. Vertraut mir. Dem Vertrauen. Der denkt doch, oh, Tiki-Taka ist Kindergarten. Kennt ihr die Werbung? Schwerer Geldbeutel. Nice. Ein bisschen mehr Geld darf sein. Ich wundere mich, dass wir bis hierhin so gut durchkommen. Also, es ist ja nicht üblich für mich. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Bei Erfahrungspunkte sammeln, bei so Kakerlaken relativ einfach, würde ich mal sagen. Nehme ich mit. Noch mehr? Okay. Da ist ja noch eine. Ich habe das Gefühl, dass es gleich nicht nur Kakerlaken sein. Oh, shit, Junge. Warum kommt nicht langsam ein Speicherpunkt? Ist da hinten ein Speicherpunkt? Dieses Schimmernde da? Ist das ein Speicherpunkt? Der Typ da ist hundertprozentig wieder einer mit zwei Lebenspunkten. Und ich werde ihn jetzt schon hassen. Holy shit! Kommen die eigentlich die ganze Zeit wieder, diese Kakerlaken? Das gibt's ja gar nicht. Die nerven immer meinen Fokus. Ganz leise.
Boah, wenn das jetzt ein Miniboss ist, ey, dann raste ich aus. Ich habe jetzt keine Lust auf einen Miniboss. Hey, guck mal, da sitzt ein Affe. Yaugi, was machst du da? 3 Stück gleichzeitig. Ist der Speicherpunkt die Belohnung? Der Speicherpunkt ist außen. Außer ich kann wieder durch die Wände rennen. Aber ich kann hier langsam durchgehen. Gokans Konfekt. Konfekt der Shinobi-Jäger des Misen-Tempels von Gokan gesegnet, reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung. Okay. Schaden der Haltung. Bin wieder hier in meinem Revier. Oh. Das ist ja gar kein Affe. Das ist die Mama. Ha, Mama, was machst du denn hier? Ah, Schlangenfrüchte, ja. Es gibt 2 Arten. Eine ist frisch, die andere ist getrocknet. Sie ist da drüben. Die frische Frucht ist da drüben. Über das Kliff, durch das Loch. Dort werdet ihr sie finden. Frische Frucht? Was soll das bedeuten? Was bedrückt euch etwas? Etwas Reis für mich, so soll es sein. Reis, habe ich gesagt. Wenn euch etwas bedrückt, bringt mir einfach Reis. Habt ihr etwas Reis? Reis vom göttlichen Kind. Reis vom göttlichen Kind? Ich würde trotzdem halt gerne speichern. Irgendwie. Hätte ich da jetzt schon Lust drauf. Ich hatte ja gedacht, hier kommt jetzt ein Savepoint, aber da drin sind ja noch die 3 Mönche. Ist halt die Frage, was machen wir, ne? Also, Kleiner, ich habe Hunger auf Reis. Seht zu, dass ich was bekomme. Die Mama will Reis. Och nö, nicht noch so ein Fettklops. Und ich dachte gerade, boah, wie geil ich doch bin. Dann kommt hier wieder so ein Latzhosenträger.
Okay. Ruf an, wenn du mit meiner Stange spielen willst. Ihr erinnert euch. Ja, ja, klar, mit deiner Stange will aber hier niemand spielen, mein Freund. Obwohl, passt ja eigentlich, ne? Kürbissamen, ja guck. Ja guck, ja guck, ja guck. Nur den Speicherpunkt, den habe ich noch nicht gekriegt. Den verwehren sie mir. Da ist nochmal so ein Fettwachsklumpen. Schön, dass du da liegen lässt, Rocco. Nice. Da ist doch ein Speicherpunkt. Hundertprozentig ist dahinter ein Speicherpunkt. Ich raste aus. Das schimmert doch so schön blau. Tja. Ich glaube, wir müssen weitermachen. So ein Scheiß. Was ist denn hier unten noch? Ah, nix mehr, ne? Ah! Oh Gott, wo sind wir denn hier jetzt? What? Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das denn hier für ein Gelände? Kenn ich das? Hier waren wir noch nicht. Lol, die Aussicht. Ah, Gänsehaut. Kannst du nicht raus ums Gebäude rum? Ja, doch, das können wir mal ausprobieren. Das Problem ist halt, wir haben halt hier keinen Punkt zum Hangeln. Wir kommen da nicht ran. Schade eigentlich. Aber sind wir nicht gerade von hier gekommen? Das ist doch das Gebäude, in dem wir gerade drin waren. Wie sind wir denn in das Gebäude reingekommen? Warum ist jetzt hier so ein Abschnitt, den wir noch nicht gemacht haben? Da ist wieder so ein Feuertyp. Also Orientierung in dem Spiel ist echt nicht einfach. Das will ich euch mal sagen. Und er ist wieder ein etwas stärkerer. Das sehe ich ihm schon wieder an. Da habe ich ja direkt wieder gar keine Lust, wenn ich keinen Speicherpunkt habe. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Wände kaputt machen geht leider nicht. Zumindest nicht die Wände. Der sieht gefährlich aus. Oh shit. Hier sind ja noch andere. Da sind schon wieder Leichen. Das ist unser nächstes Opfer. Soweit, so gut. Weiter geht's, würde ich sagen. Ich würde versuchen, jetzt den einen Typen von hinten irgendwie zu kriegen. Ha! Da stecke ich mal meine Lanze in seinen... Na, egal. Oh, nee, da ist ja noch einer. So ein Scheiß. Och nö.
Holy shit! Wow, 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 wow! Ich wusste, dass du ein Wichser bist. Ja, nee, ist klar. Fokus, Fokus! Ich hasse das! Warum verlierst du den scheiß Fokus? Du Kackspiel! Nimm den Schirm als Schutz, der hilft nur gegen Kugeln. Warum verliert der ständig diesen scheiß Fokus, ey? Ich könnte kotzen. Nein! Ich wusste, dass das so ein Wichsgegner ist. Und dann direkt zwei von denen. So.